Weil wenn sie es alle machen, dann irgendwie muss man mitmachen. So, setzen Sie die Maske auf. Willst du was vor der Fresse haben? Bekommen in Spanien den Mundschutz? Haben Sie keinen Mundschutz mehr bekommen? Nein, haben wir nicht mehr bekommen. So ist das. Deswegen die Taschen? Ja, deswegen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich ein bisschen erkältet bin und ich wollte niemanden anstecken. Wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Ja, wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. So, dann ich komme von hier rein. Das ist sogar richtig gleich. Ich kann da liegen. Dann müssen wir das hier noch zum wirklichen Betrieb. Müssen wir ein bisschen weiter nach unten rutschen. Es würden sozusagen so bestimmte Stellungen würden... Ich kann natürlich auch umgekehrt gehen, dass also der Gast von hierher kommt, seinen Unterleib durchschiebt und auf der anderen Seite, will ich mal sagen, bedient wird. Ja, weil um den Unterleib geht es ja in der Regel. Ich muss Ihnen mal ehrlich sagen, ich hatte nach meiner Boosterung das erste Mal Corona, habe richtig 3 Wochen flach gelegen, habe nach einem halben Jahr wieder Corona bekommen und mir ging es vor 4 Wochen wieder richtig, richtig schlecht. Ich finde schon, das ist wichtig, dass die vierte Impfung kommt. Alexander Sehr bekommt seine 2. Corona-Impfung heute nicht im Impfzentrum oder beim Hausarzt, sondern im Schnellrestaurant. Und zur Belohnung verteilt das Team Burgergutscheine. Ja, um ehrlich zu sein, das motiviert ziemlich, einen Big Mac zu bekommen. Wir sind geboostert! Wir sind geboostert! Herrlich. Herrlich. Allein die Impfung. Wenn Sie sehen, die Leute in den Impfzentren, die sind glücklich. Ich bin's auch. Eine gutmütige Diktatur. Ah, da passt einer nichts. Da fehlt die Maske. Landkreis Goslar Ordnungsamt. Wir haben keine Maske getragen. Ein Problem, bitte sehr. Kannst du mir bitte Leihstift ohne AI gehen? Auch nicht verstanden? Das ist die neue Corona-sichere Sprache. Forscher an der Universität Montpellier haben jetzt herausgefunden, welche Buchstaben beim Sprechen besonders virenlastig sind. H, B, K. 1, 2, 3, 4. Bruder Jakob, wo ist es an? Schläfst du noch? Denkst du nicht? Lass dich endlich impfen.